Hallo und herzlich willkommen zu Hätten Sie es gewusst. Heute mal aus dem bunten Garten. Und wer hier im bunten Garten mal unterwegs war, dem dürfte dieses denkmalgeschützte Ehrengrab hinter mir aufgefallen sein. Welche wichtige Person hier begraben liegt, das wollen wir wissen. Vor allem aber, warum steht es hier? Wo steht das hier? Hätten Sie eine Ahnung, wo das steht? Nee, tatsächlich nicht. Habe ich noch nie gesehen. Ich bin aber auch ganz selten. Okay, gut, dass Sie sagen, dass Sie selten hier sind. Ja. Denn es steht tatsächlich hier im bunten Garten. Da vorne links. Haben Sie schon mal gesehen? Ja, ich kenne mich hier aus. Ich bin oft hier mit meinem Hund. Ne? Keine Ahnung. Nein, aber ich vermute irgendwo hinten im Gebüsch. Da den Weg lang, dann rechts und dann laufen sie geradeaus zu. Wissen Sie auch, was es genau ist? Wir verraten so viel, es ist kein Pokémon. Eine Grabstätte, ein Denkmal. Wissen Sie denn auch, wer dort begraben liegt? Luise. Curie anscheinend. Wer ist das? Ich glaube, die hat was zu tun mit der Lungenfachklinik, oder? Sehr gut, ja. Als Straße kennt ich den. Luis Guiri? Eine Frau ist es, ja. Ein klassischer No-Brainer. Wo? Gute Frage, nächste Frage. In Hart kommt da hinten. Gut. Haben Sie eine Ahnung, für wen der Name steht oder welche Person das ist? Das kann ich auch nicht sagen. Guiri, Schriftstellerin. Hat die was geschrieben? Naja, zumindest ihr Testament. Dazu kommen wir aber gleich. Es hat mit der Harter Waldklinik zu tun. Die heute jetzt Herzklinik ist, glaube ich. Ja. Okay, gut. Bin ich ein Stück schlauer jetzt. Begraben liegt hier tatsächlich Louise Guiri. Geboren am 13. Mai 1854, lebte sie in Mönchengladbach mit ihrer Familie, die aus Belgien stammte. Ihr Vater war ein sehr erfolgreicher Wollehändler. Und da gab es eine ziemlich tragische Wendung. Und zwar wurden ein großer Teil von der Gladbacher Bevölkerung krank durch Tuberkulose, unter anderem auch ihre Familie. Nachdem ihre Familie gestorben war, schloss Luise das Geschäft ihrer Familie und lebte sehr zurückgezogen. Über ihr weiteres Leben ist wenig bekannt. Später erkrankte sie ebenfalls an Tuberkulose und verstarb im Alter von 46 Jahren. Ihr Vermögen hinterließ sie der Stadt Mönchengladbach damals über 1 Million Mark. Zum Vergleich, die gesamten Steuereinnahmen der Stadt betrugen zu der Zeit etwa 1,5 Millionen Mark. Das machen heute umgerechnet 30 Millionen Euro. Und in ihrem Testament hielt sie fest, dass ein großer Teil ihres Vermögens für den Bau einer Lungenheilklinik genutzt werden soll, der heutigen Harter Waldklinik. Und außer dieser Klinik erinnert heute das denkmalgeschützte Grab und eine Straße in Hart an Louise Guiri. Hätten Sie es gewusst?